Ich bin Bernhard Schmidt aus Aschaffenburg, bin 46 Jahre alt, bin Geschäftsführer in unserem Familienunternehmen. Wir produzieren Schmierstoffe, Polierpasten, Schleifpasten. Ja, ich bin seit 2005 bei der ÖDP, weil mich das eben begeistert, dass ohne Konzernspenden gearbeitet wird. Das halte ich auch für sehr wichtig. Und für was kandidierst du? Für den Landtag, für Aschaffenburg-West. Mhm. Genau. Und ist eine Forderung der ÖDP, keine Konzernspenden im Landtag? Ganz genau, ja. Als Partei anzunehmen und auch unabhängig als Kandidat zu sein. Aber was würdest du verändern, wenn du in den Landtag kommen würdest? Was würdest du gerne in der Politik umsetzen? Ja, das ist, wie gesagt, das ist auch mein Schwerpunkt. Deswegen wäre das mein allergrößtes Anliegen, dass man eben diesen, momentan die Redner davon, dass sie das verstrengert hätten, die ganze Sache mit Korruption und so weiter und Einkommen und so weiter. Aber letztlich ist es ein Witz, dass die bis zu 10.000 Euro Spenden in Anführungszeichen im Jahr bekommen dürfen. Also da, das wäre mein allererstes, mein größtes Ziel, dass wir das abschaffen. Ein Landtagsabgeordneter kriegt sein Salär, der braucht nicht noch Spenden von irgendwelchen einzelnen Bürgern. Mhm. Ja. Jetzt schaust du mal in die Kamera und machst du mal einen Wahlaufruf, warum dich die Bürger wählen sollten. Jawohl, also liebe Landkreis Aschaffenburger, liebe Leute vom Umkreis, die Leute hier sind so toll, die haben eine unabhängige Politik verdient und deswegen fordere ich auf, wählt alle die ÖDP, alle. Super. Dankeschön.